Am Donnerstag gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader für die Heim-EM im Juni bekannt. Wer springt noch auf den Zug auf und wer muss zu Hause bleiben? Unser Fokus-Online-Reporter Dominik Rosing macht schon mal Vorschläge. Domi, der Bundestrainer hatte ja in seinem vorläufigen Kader auf sämtliche BVB-Verteidiger verzichtet. Jetzt steht Dortmund im Champions-League-Finale. Das riecht schwer nach Comeback. Ja, absolut. Am Wochenende wurde ja bereits bestätigt, dass Nico Schlotterbeck zurück ins DFB-Team stoßen wird. Der Verteidiger war bei Bundestrainer Julian Nagelsmann bisher völlig außen vor, wurde kein einziges Mal nominiert bisher und jetzt zum richtigen Zeitpunkt aber wohl. Das hat er sich redlich verdient. Die letzten Wochen spielt er richtig, richtig stark. Gerade auf größter Bühne in der Champions League hat er seine Klasse bewiesen. Er macht weniger Fehler. Er hat sich im Spielaufbau nochmal verstärkt. Und wichtiger Pluspunkt, er ist Linksfuß. Das hilft gerade bei der Organisation in der Abwehrkette. Und im Focus-Online-Kader wird auch ein weiterer BVB-Verteidiger zurückkehren, nämlich Mats Hummels. Wie Schlotterbeck ist auch er in beeindruckender Form. Er gehört einfach so in die Nationalmannschaft. Nagelsmann hat ja oft das Leistungsprinzip und Momentum zitiert. Das passt bei beiden. Außerdem kann Hummels, gerade wenn es gegen so offensivstarke Gegner in der K.O.-Phase dann geht, wo man etwas tiefer verteidigen muss, da kann er eine enorme Stütze sein. Jonathan Tah wurde jetzt am Montagmorgen bereits vom DFB bestätigt. Er wird dabei sein. Auch Antonio Rüdiger ist gesetzt als Abwehrchef. Dazu ist eigentlich auch ein Waldemar Anton als Teil dieser Stuttgarter Überraschungsmannschaft jemand, der unbedingt mitfahren muss. Es bleibt natürlich dann auf der anderen Seite welcher auf der Strecke. Niklas Süle muss zu Hause bleiben weiterhin, denn dieser dritte Dortmunder Verteidiger, er kann sich in Dortmund nicht durchsetzen und ist alles andere als in körperlicher Bestform. Auch ein Robin Koch fällt hier dem Dortmunder Duo zum Opfer. Er hat mit Eintracht Frankfurt keine überzeugende Rückrunde gespielt, auch individuell leider nicht. Auf den Außen hast du wirklich Mut zur Lücke gezeigt. Ja, ich nehme hier in meiner Prognose nur drei Verteidiger mit, weil man hat einmal Joshua Kimmich rechts gesetzt, du hast Maxi Mittelstädt gerade beim letzten Länderspiel links gesetzt, Benjamin Henrichs, der kann auf beiden Positionen, der kann links hinten, der kann rechts hinten spielen, deswegen er hier auch als dritter Außenverteidiger und man hat eben einen Schlotterbeck, der Linksverteidiger spielen könnte, man hat Jonathan Tah, der Rechtsverteidiger spielen könnte, wenn es dann Not am Mann gibt, deswegen hier nur drei Außenverteidiger. Im defensiven Mittelfeld wird Toni Kroos natürlich die Strippen ziehen. Gibt es ansonsten Überraschungen? Ja, wir sehen sie schon im Bild. Leon Goretzka ist zurück im Team. Ich weiß nicht, ob man es Überraschung nennen kann. Ne? Für die einen muss er ins DFB-Team rein, für die anderen überhaupt gar nicht. Er ist so eine kleine Streitfigur beim DFB. Für mich muss er nach den letzten Wochen eigentlich dazu. Einmal, weil er nochmal ein anderer Spielertyp ist, so als klassischer Box-to-Box-Spieler. Ne? Der gibt diesem Team nochmal eine neue Ebene, wenn du diesen Spielertypen gerade brauchst. Außerdem hat er oft signalisiert, egal welche Rolle, ich nehme sie an, er würde sich gerne auch auf die Bank setzen, Hauptsache er ist dabei. Und ich glaube, das war auch das, was Julian Nagelsmann so ein bisschen provozieren wollte, als er ihn im März nicht mitgenommen hat. Deswegen kommt auch er wie ein Schlotterbeck und ein Mats Hummels hier als dritter großer Rückkehrer zurück. Julian Brandt, lässt du zu Hause? Julian Brandt, genau, bleibt hingegen ein bisschen außen vor. Ich sehe keine richtige Rolle für ihn hingegen. Das ist so, wenn man sich gerade die Offensive nochmal anschaut, wo man ihn reinpacken würde, da haben wir einen Jamal Musiala, da haben wir einen Florian Wirtz, da haben wir einen Ilkay Gündogan. Die sind hier erstmal gesetzt und dann kommt jetzt auch ein Leroy Sané nochmal wieder zurück. Das ist ein Spieler, der gibt dem Team auch nochmal ein bisschen Geschwindigkeit und Speed und hat dieses gewisse Etwas. Leroy Sané ist ein unfassbar genialer Spieler, der immer wieder für was Besonderes auf dem Feld sorgt. Deswegen haben wir hier halt ja eine klare Rollenverteilung in der Offensive oder im offensiven Mittelfeld und einen Chris Führig auch als jemanden, den du halt immer super reinbringen kannst. Ich habe ihn damals schon als den André Schüler dieser Generation betitelt. Das ist, glaube ich, so eine Rolle, die für diese EM ganz, ganz gut zu ihm passt. Serge Gnabry hat sich verletzt. Er wird die EM wahrscheinlich verpassen oder gibt es da noch Resthoffnung? Ja, das ist einfach eine unfassbar bittere Geschichte bei Serge Gnabry. Jetzt wieder der Muskelbündelriss. Immer wieder, wenn er gerade in Form kam, wurde er wieder ausgebremst. Er wird wichtige Teile der Vorbereitung verpassen und Nagelsmann will auf und neben dem Platz ein eingespieltes Team. Und das schafft Gnabry leider nicht mehr. Wir schauen ganz in die Spitze. Wen würdest du da mitnehmen? Ich glaube, hier setzt sich es auch relativ simpel zusammen. Wir haben mit Niklas Füllkrug unseren klaren Neuner. Wir haben mit Kai Havertz wirbelnden Stürmer, der die Tiefenläufe gehen kann, den Nagelsmann gerne haben möchte. Wir haben mit Thomas Müller so diesen Spieler, der egal wann immer wieder reinkommen kann und für das gewisse Etwas sorgt, auch neben dem Platz unfassbar wichtig ist für ein junges Team.
Und dann ist ja die Frage, Dennis Undorf oder auch eben ein Maximilian Bayer. Maximilian Bayer hat zwar gestern noch einen Doppelpack gegen Darmstadt geschossen, davor aber in 8 Spielen nur ein Treffer. Gerade nach der Länderspielphase ist das ein bisschen zu wenig gewesen bei ihm. Kein Momentum, Dennis Undorf ganz anders. In den letzten 7 Spielen 4 Tore und 3 Vorlagen. Hier gewinnt er einfach dieses Duell und ist auch nochmal ein anderer Spielertyp als jetzt ein Füllkrug und ein Havertz. Deswegen glaube ich, dass er hier den Vorzug bekommt. Der Vollständigkeit halber blicken wir noch ins Tor. Da hat sich Nagelsmann ja schon länger auf Manuel Neuer als Nummer 1 festgelegt. Ja, genau. Hier kann man natürlich jetzt diskutieren, Neuer oder Ter Stegen, wer ist die Nummer 1? Es ist jetzt einfach Fakt, Neuer wird im Tor stehen. Die Frage ist, wer ist die Nummer 3? Ich habe mich hier für Oliver Baumann entschieden. Der hat zwar noch kein einziges Länderspiel bestritten, aber er ist schon so oft dabei. Das ist, glaube ich, so jemand, der einfach sich gut hinten anstellen kann und dem Team Gefüge einfach hilft. Deswegen ist er hier meine Nummer 3. Domi, du hast dich für 3 Rückkehrer entschieden, neben Schlotterbeck, Mats Hummels und Leon Goretzka. Da hatte man zwischenzeitlich überlegt, die wären nur was für die Startelf, weil sie nicht den Charakter haben, sich auf die Bank zu setzen, ohne zu murren. Hat sich das wohl verändert? Ich glaube wohl, wie gesagt, ich glaube, das war für Nagelsmann auch immer so ein bisschen ein Fingerzeig in die Richtung der Spieler. Wenn ich euch mitnehmen soll, dann müsst ihr mir jetzt erstmal beweisen, dass ich euch mitnehmen soll. Und ich glaube, alle haben in den Interviews nochmal bestätigt, hey, egal welche Rolle, ich nehme sie an, ich werde mich hier zurücknehmen. Und es geht hier um den Erfolg der Mannschaft, es geht hier um den Erfolg des DFB-Teams im eigenen Land. Und das haben alle Spieler signalisiert. Und alle Spieler, gerade Mats Hummels und Schlotterbeck, haben jetzt auch individuell nochmal überragende Leistungen gezeigt. Und dieses Momentum, was man eben braucht, haben sie für sich gewonnen. Deshalb glaube ich, dass sie hier die nächsten Namen sein werden, die verkündet werden. Am Donnerstag werden wir es genau wissen, ob der Bundestrainer deinen Vorschlägen folgt. Wir sind gespannt. Danke dir.